Hubertus Ammann nach dem 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen im Pokal gegen Sruskia Langenbeck, Trainer von Arminia Ibbenbüren. Was ist dein Statement zum Spiel? Das Spiel ist letztendlich so gekommen, wie wir es erwartet hatten. Echt extrem eng. Ein paar Fehler gemacht, gerade nach 3 Minuten schon. Da raschelt es dann bei uns im Kasten schon. Sind dann aber ganz gut zurückgekommen durch ein schönes Tor, 1-1. Machen dann auch das 2-1 in Überzahl. Kriegen aber dann die letzten Minuten echt Probleme. In Überzahl kriegen wir die Bälle nicht mehr sauber rausgespielt. Konnten uns da schon vor dem 2-2 zweimal bei Robin Peters im Tor bedanken, wo er echt gut gehalten hat. Ja, und dann fällt es halt durch so einen Elfmeter, ob man den geben muss, weiß ich nicht. Es war halt diese Handgeschichten, die man da immer kennt, aber ja. War ja auch nicht unverdient, 2-2. Ja, Elfmeterschießen Glück gehabt, Elfmeterschießen auch kein hohes Niveau gesehen, aber weitergekommen und jetzt nochmal ein Endspiel. Beide Tore von euch über die rechte Seite nach guten Flanken und auch sonst. Genau. Sonst immer mal wieder gefährlich über rechts geflankt. War das auch der Plan fürs Spiel heute? Der Plan ist immer gefährliche Flanken zu bringen. Ne? Aber in den Situationen war halt eben der Raum da. Die Flanken waren gut getimed, wirklich auch schwer für den Torwart. Max Schmalz ja auch kein schlechter drin. Konnte auch wenig machen auf dem langen Pfosten und ja, auch dann gut verwertet. Und einmal vor allen Dingen nach dem Ballgewinn, das war das Wichtige. Ne? Vorne Ball gewonnen, umgeschaltet, direkt wieder reingespielt, da ist die Lücke dann halt eben, dass da der Raum ist, ist klar. Das war sicher, die Tore waren super. Ja. Wer auf mich auch einen sehr guten Eindruck gemacht hat, war Pascal Schmiedl, der der rechts hinten gespielt hat, auch das erste Tor eingeleitet hat. Was ist dein Fazit zu seiner Leistung? Pascal macht das super aus. Also jung bekommen, eigentlich klassischer Innenverteidiger. Hat jetzt 2-3 Spiele als rechter Verteidiger gemacht. Musste da erst mit der Position ein bisschen sich anfreunden. Ist aber gegen den Mann richtig stark, ne? Muss man echt sagen. Hat auch 1-2 gefährliche Flanken noch in Offensivaktionen. Richtig, richtig guter Junge, muss man echt sagen. Der wird seinen Weg definitiv machen. Wird aber auch hin und wieder nochmal einen Rückschlag kriegen, so ist es nicht. Dann sage ich Glückwunsch zum Einzug ins Finale und Dankeschön. Danke.